Das ist der Rebell, der sich uns ergeben hat. Ich bin davon überzeugt, dass sich noch mehr Rebellen auf Endor befinden. Ich bitte daher um Erlaubnis, eine Subaktion anordnen zu dürfen. Dies war seine einzige Waffe. Gute Arbeit, Commander. Doch jetzt lasst uns allein. Führt eure Suchaktion durch. Sollte sie erfolgreich sein, bringt seine Gefährten zu mir. Ja, Lord Vader. Der Imperator hat dich bereits erwartet. Ich weiß, Vater. Du hast die Wahrheit also endlich akzeptiert. Ich habe es akzeptiert, dass du einmal Anakin Skywalker warst, mein Vater. Dieser Name ist inzwischen bedeutungslos für mich. Das ist der Name deines wahren Selbst. Du hast es nur vergessen. Ich weiß, es ist noch viel Gutes in dir. Der Imperator hat nicht alles, was gut war, in dir zerstört. Deshalb konntest du mich nicht vernichten. Und deshalb wirst du mich auch nicht zum Imperator bringen. Wie ich sehe, hast du ein neues Lichtschwert konstruiert. Deine Fähigkeiten sind bemerkenswert. Du bist tatsächlich sehr stark geworden. Ganz wie der Imperator es vorausgesehen hat. Komm mit mir. Obi-Wan hat einst genauso gedacht wie du. Du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Ich muss meinem Herrn gehorchen. Mich bekehrst du nicht. Du wirst mich töten müssen. Falls das dein Schicksal ist. Erforsche deine Gefühle, Vater. Das kannst du nicht tun. Ich fühle deinen Konflikt. Befreie dich vom Hass. Für mich ist es dafür jetzt zu spät, mein Sohn. Der Imperator wird dir die dunkle Seite der Macht zeigen. Er ist jetzt dein Herr und Meister. Dann ist mein Vater also wirklich tot.